zurück. Das stimmt doch zum Himmel. Unsere Pokémon sind die reinsten Blindgänger. Wir sollten uns im Hauptquartier neue besorgen. Okay. Wenn interessiert schon so ein dämlicher Pokédex. Team Galaktik werden schon bald alle Pokémon der Welt gehören. Nein, das ganze Universum. Hochgesteckte Ziele. Mhm. Eigentlich ist es das Team Rocket Ziel. Nur etwas weiter aufgeblasen. Genau. Blablabla. Komm. Die Rüpel sind jetzt nicht gerade die interessantesten. Was geht hier vor? Warum laufen die Typen von Team Galactic hier die Straße und benehmen sich, als ob ihnen alles gehört? Ihnen gehört die Stadt. Ja. Theoretisch. Sarok, wie kann ich dir nur danken, indem du mir vielleicht Geld gibst? Da hinten ist ein Hotel. Sollen wir mal kurz? Ja, Kinder, okay. Die Folge musst du FSK 18 machen. Nein. Apropos FSK 18, hast du schon den Dead Parade Band Trailer gesehen? Nee, noch nicht. Boah, kann ich mal machen. Du musst aber den Red Band gucken und am besten nicht den deutschen. Okay. Damit du alle wirklich, die Originalfassung ist echt wow. Okay. Ohne meine Pokédex. Mein Pokédex ist jetzt ab heute in Pokémon, wäre ich verloren gewesen. Für mich als Assistenten von Professor Ivy ist es wirklich unersetzlich. Was hast du da als nächstes vor, Sarok? Ich werde wohl zum Pokémon-Landgut an der Route 212 gehen. 212. Alle Besucher bekommen mal dort seltene Pokémon zu sehen, habe ich gehört. Miltanks, oder? Pikachus. Ey, oh. Der beste Polizist der Welt. Habt keine Furcht, meine Kinder. Ich bin in Windeseile hergeeilt, als ich von einem Duell zwischen Kindern und Team Galaktik hörte. Meine erstklassige Spürner sagt mir sofort, dass ihr es seid. Oh, das ist ja wieder dieser seltsame Typ aus Jubelstadt, der mich immer stalkt und verfolgt. Wie ungehobelt. Wie ungehobelt. Doch mein Genie ist unverkennen. Doch mein Genie zu verkennen ist Teil meines Plans. Also, anders gesagt, ich stelle mich dumm, damit alle denken, ich wäre dumm. Lebel ist so ein Trottel. Ich wollte nicht unnötig erscheinen. Team Galactic hat mir mein Pokédex weggenommen, deswegen bin ich wütend. Rage. Ich bin einfach so rausgerutscht. Ich gehe jetzt besser, nehmt euch schon Team Galactic in Acht. See you. Das spielt alles keine Rolle. Die kriminellen Aktivitäten von Team Galactic sind alles, die mich interessieren. Habseligkeiten eines Kindes zu stehlen, scheint eine ungewohnt harmlose Tat. Ja, ich wette, der Pokédex kostet viel. Deswegen verschenkt der Professor ihn auch ständig. Ja. Doch hege ich weiter meinen Verdacht gegen dieses düstere Syndikat. Mein Gott, die Sprechweise von dem ist furchtbar. Diese Tat könnte eine Ablenkung sein, die mich von der Fährte abbringen soll. Ich glaube nicht, dass die Lebel ernst nehmen, ernsthaft. Nee, ich glaube, du müsstest auch das mit ein bisschen britischen Akzent reden. Nee, so beim vergiss Tee es. Trinken. Vergiss es. Wir müssen ihre Gelände untersuchen. Komm mit, wir werden unsere prüfenden Blick unterziehen. Ja. Er schleift mich mit einem Fahrrad. Ich wollte gerade sagen, der schleift mich jetzt am Griff vom Fahrrad mit. Ja. Aha. Mein unverglichener Spürsinn sagt mir, dass wir einen Schlüssel brauchen. Nein. Captain Obvious. Somit bleibt uns nichts anderes übrig, als die Entfleuchten. Ich habe erst Entfeuchten gelesen. Okay, Entfeuchten, genau. Entfleuchten nicht zu verfolgen. Okay. Also ich wäre immer noch für die alte klassische Rambok-Methode. Oh, diese versteckte Maschine, sie enthält die Attacke Fliegen. Das erkenne ich durchs Sehen. Sorg, ich überlasse sie dir aus Gründen, die ich nicht offenlegen kann. Weil ich meinem Gebunkel nicht fliegen kann. Richtig. Doch dürfen wir... Das ist ja eigentlich interessant. Gebunkel, los, fliegen! Boing. Komm schon, du kannst auch fliegen. Stimmt. Und Porenta auch. Obwohl Porenta nie fliegt, glaube ich. Oder? Fliegt Porenta im Anime? Doch, Porenta kann fliegen. Es klammert sich immer eine Laufstange in den Schnabel und dann fliegt es. Stimmt. Doch dürfen wir sie nicht hier lassen, sonst fliegt uns Team Galactic noch davon. Genau, mit ihren Zubats, die bestimmt tragen können. Genau. Was haben wir aus dieser Übung nur gelernt? Nicht viel, nun ja. Interessant ist sowieso das, was das in der Spieler... egal. Team Galactic hat etwas nach Weideburg transportiert, etwas Verdächtiges.
Was sie nur im Sinn haben, wir wissen es nicht. Doch es ist zweifellos grässlich. Nein. Ich dachte, Team Galactic... Vor allem, er ist jetzt gerade vor mir stehen geblieben, einfach. Ja. Dass man vor dem Fliegen jetzt hier liegen lassen kann, ist auch interessant. So, ist hier sonst noch irgendwas? Benutzen wir... Ah, stimmt, den Item-Radar. Ja. Scheint nicht hier zu sein. Ist eigentlich, ehrlich gesagt, einer der besten Item-Radars, die es je gab. Einfach, weil die den Touchscreen nutzen. Mhm. So. Einfach nur, damit ich es schon mal nicht vergesse. Oh, so viele Taschen. Und man kann, wenn man nach oben drückt, kommt man nicht ans Ende von der Reihe, ne? Ja. So dumm. Und auflockern. Stimmt, auflockern war hier ja noch. Ja. Es hat ja auch Spaß gemacht, auflockern zu suchen, ne? Gott. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich, ich habe auflockern nie benutzt und nie gesucht. Ich habe es jetzt einfach mal mitgenommen. Notsituation will ich behalten. Eigentlich kann ich den Flügelschlag weghauen, weil ich habe Aeroas. Ja, stimmt. Was wesentlich besser ist als Flügelschlag. Und vor allen Dingen der Gen hier. Ich weiß nicht, hast du die Kämpfe gegen den Rivalen Darky gesehen? Ach ja. Ja. Die waren nervig. Wo ist der eigentlich? Ich meine, der müsste bald wieder kommen, oder? Weil du hast einen Orden. So. Die nächste Richtung wird ja wenigstens auch schon gerade angegeben. Richtung Landgut. Mhm. Was jeden interessiert, wo Lucia als nächstes hingeht. Sie geht ins Landgut, da gibt's freie Zimmer. Ja, diese Folge ist eindeutig FSK 18. Ich weiß ja noch nicht mal, ob es vielleicht schon eine zweite Folge ist. Oh, stimmt. So. Whee. Ah, das wollte ich erzählen. Ich habe letztens geguckt, welche Hack-Spiele es gibt für Pokémon. Und da bin ich auf ein ganz interessantes gestoßen. Ja. Nämlich ein Digimon-Hack-Pokémon-Spiel. Das hört sich interessant an. Das ist richtig. Das ist mit komplett neuen Charakteren selbst designt. Und mit also das Battle-System ist gleich, aber mit anderem Hintergrund und eigenem Kampfmusik. Also richtig viel. Cool. Zum Beispiel, du hast dann... die typischen drei Starter, aber nicht als Pokémon, im Pokéball, sondern als Ei. In deren allerersten Babyform. Das ist interessant. Und ich weiß nicht mehr, welche du hast, aber je nachdem, wie du die trainierst, das ist ja auch bei Digimon in Wirklichkeit so, ändert sich die Digitationslinie des Digimons. Das heißt, wenn du zum Beispiel, glaube ich, viel verlierst, dann wird das eher ein anderes, böseres Digimon oder sowas ähnliches. Also es ändert sich immer. Tippe mal, die gehen dann auf das EV-System. EV-System. Ja. Weil das ist ja wie bei Dingens dann, bei Nocturne. Genau. Nocturne, Kikli und Capoeira. Die entwickeln sich ja auch, je nachdem, welcher Verteidigungswert am höchsten ist. Genau. Ich vermute, was immer noch affig ist und bei Nocturne total dumm war, dass ich da hinter die EVs wieder ändern musste. So, Drift. Komm, fuck it. Driftlon. Na, wie viele Kinder hat es heute schon weggebracht? Ja, stimmt. Ich finde generell, Pokémon ist... Ja. Es gibt schon es ist ein Kinderspiel, was Sechsjährige auch spielen, fand ich teilweise sehr interessant. Mhm. Und Makabaya, es hält die Maske seines menschlichen Körpers oder sowas. Ja. Die Maske, die es trägt, zeigt sein menschliches Gesicht. Ja, okay. Genau. Oder hier, was heißt Strombox erste Entwicklung, ich weiß gerade nicht, wie das heißt, aber das Kind, was im Wald verloren ging. Genau. Ja. Theoretisch fängst du eigentlich Menschen, ne? Naja. Dessen Eltern sie bestimmt vermissen. Boah. Wahrscheinlich. Okay, ich bin aktuell wirklich total OP. Einfach, weil man hier wahrscheinlich schon vorher hätte hingehen können. Ja. Oh. Jedenfalls zurück zu diesem Digimon-Spiel. Das wurde nur von drei Leuten gemacht. Okay. Das sind Drillinge sogar. Okay. Und, was konnte man denn noch dort machen? Dass die jemanden aufziehen, normal fangen. Und ich glaube, du konntest schon bis zu einer bestimmten Arena spielen, aber es gibt momentan nur die Demo davon. Stille. Ich poliere die Orden. Wunderschön.
Stimmt, das konnte man auch damals machen. Das ist so blödsinnig eigentlich. Ich mochte das Geräusch von diesem... Ich weiß doch, das war einer der Gründe, warum mein DS später unten voller Kratzer war. Weil ich die Ohren alle jedes Mal poliert habe. Apropos Orden, meine Freunde haben mir zu meinem Geburtstag wirklich Pokémon-Orden geschenkt. Okay. Aus Johto, die ganzen Orden aus Johto. Das ist cool. Es ist wirklich cool. Die Mania. Aber cool, ne? Die mussten die vorher vom Zoll abholen. Weil die aus Australien kamen. Okay. Das ist interessant. Ich glaube, ich würde mir die tatsächlich selber basteln. Ich meine, ich habe ja so ein Händchen dafür. Ach, stimmt, den Typen gab's ja auch noch. Cognito. Okay. Ali, Cognito zu fangen ist bestimmt lustig. So nützlich, weil den Cognito so ein gutes Pokémon ist. Gehen wir denn jetzt lang? Gehen wir links rum oder rechts rum? Willst hier. Du die Trainer oder willst du Tetrum? Ich bin total overlevelt, die Trainer können wir auch skippen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Magma nie... Super. Ich habe keinen Magma. Magma. Wobei ich eigentlich Magbrand extrem hässlich finde. Wegen der Schnute oder... Allgemein. Es ist hässlich. Ja. Nicht so wie Elevoltik. Das finde ich sogar ziemlich cool. Ey, komm, es gibt voll viele Pokémon, dessen Design ein bisschen fragwürdig ist. Ich meine, Jungs. Es ist Oddo! Verdammt. Hat es jetzt... Es kann Schwebe haben, Bronze. Es muss nicht Schwebe haben. Und es hat Schwebe. Das ist das Dümmste an dem Viech. Es kann Schwebe haben, es kann aber auch keine Schwebe haben. Was war nochmal die andere Fähigkeit davon? Ich glaube, die versteckte Fähigkeit war irgendwie Feuerfänger oder irgendwie oder Flammenfänger oder irgendwie sowas. Was, auf dem Stahl-Pokémon. Nee, war eine Fähigkeit, die Feuerattacken abschwächt, aber dafür irgendwie Verteidigung boostet oder irgendwie sowas ganz Merkwürdiges war das. Ich habe gerade extra Ponita vom Anfang weggenommen. Weil ich dachte, hey, da kommt bestimmt ein Gesteins-Pokémon. Ich weiß gar nicht, welche Verteidigung stärker ist. Egal, zweimal Glut reicht. Sondersendor sieht so komisch aus. Als wenn so das Pokémon genommen wird und einfach mal so richtig schön verzerrt wird dabei. Ja. Einfach mal kurz Genickbruch. Knack. Oh mein Gott. Es gibt viele Attacken, wo Pokémon theoretisch hätten sterben müssen, ne? Ich meine gerade Erdanziehung, wenn du runtergezogen bist, mit voller Wucht. So ein Aufprall zu überleben. Oh Gott, Cognodon. Nein. Kein Cognodon. Ich hasse dieses Viech inzwischen. Echt so schlimm? In der ersten Arena hat's mich gereckt. Ich weiß. Von dem Kreideschrei vorher noch. Was soll ich die Cognodon? Okay, dann züchte ich als nächstes einen Cognodon. Danke. So. Ramaldon hat aber auch einen sehr hohen Angriff, ne? Cognodon hat einen fucking hohen Angriff. Ich glaube selbst das Viech hat schon 100. Minimum. Oder 130 sogar. Aber es war nochmal richtig. Dafür ist der andere Wert sehr niedrig gewesen. Alles ist niedrig. Ja. Aber der Angriff ist halt Bombe. Der Angriff ist halt fucking zerstörerisch. Das Einzige, was dagegen ankommt, also normalerweise ist jede Attacke von dem meisten Insta-Kill. Ja. Aber, okay, das war gerade lucky, dass ich so an dem vorbeigekommen bin. Da ist noch einer. Verdammt, was gibt's denn hier? Georock. Stimmt. Oh, ich liebe dieses Viech, ich liebe Hundemon, auch wenn ich es nie benutze. Hast du schon eigentlich deinen Hunduster Mega? Ja. Ist für ein Sonntag-Team. Ah. Was ich nie benutze. Ganz ehrlich, ich kann nicht mit Wetterteams umgehen, so oft ich das versuche. Ich habe sogar extra ein Bojolin für Wetter gezüchtet. Es kommt, ich schaff's irgendwie nicht, irgendwas imstande zu Ich auch nicht. Ich spiele auch nicht mit Wetter. Ich habe zwar ein, zwei Wetterteams, aber die bringen mir nichts. Und der Schlitzer. Der kein Crit ist. Ich wünschte, der Schlitzer wäre wie in der ersten Gen. Wo Volltreffer noch auf die Initiative gerechnet wurde. Gurak, Schlitzer, Crit. Alles stirbt. Das muss ich eigentlich auch mal wieder spielen. So die erste Gen. Ich könnte ja theoretisch die Original-Cartridge nehmen.
könntest du. Ich habe doch meinen Retron 5, damit kann ich auch Gameboy-Spiele auf Dings übertragen. Ja. Theoretisch könntest du einfach Just for Fun sogar Pokémon Gelb spielen, ne? Pokémon Gelb habe ich schon gespielt. Vor Ewigkeiten. Man, das auch von der Original-Cartridge, aber sehr umständlich übers N64. Oh, okay. Aber dann hat man dreifache Geschwindigkeit, weil ich in Dodiritum freigeschaltet habe auf meinem... okay. Was war's? Ich glaube, der erste Teil habe ich durch. Da kannst du ja Pokémon Grün spielen mit der schönen Lavandia-Musik. Pokémon Grün? Japanisch? Mhm. Ja. Kannst du bis Japanisch sprechen? Ja. Okay, ich müsste nur gucken, welche Attacken dann was sind. Ich könnte mir dieses Hundes da fangen, es passt in mein Team. Ah ja, weiblich. Genau. Ey. Ah, das ist schon schön. Ja, aber das ist ganz ehrlich, das mit dem Lavandia-Musik, das finde ich relativ lächerlich. Weil der einzige Grund, warum das wirklich geändert worden ist, das Lied, war, weil die Lautsprecher vom 3DS angefangen haben zu knacken. Simpel. Langweilig, aber... Ich bleib lieber bei der Creepypasta. Es muss spooky sein. Pokémon ist ein so rosiges Spiel. Natürlich. Oh, Blitzer. Das ist natürlich jetzt praktisch für mich. Blitzer. Knacksel. Terrorzugieb. Yay. Und das Erdbeben. Sehr schön. Ich bezweifle, dass das überlebt. Ja. Ich glaube, der Crit war nicht nötig. 1000 Erfahrungspunkte. Nice. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Sehr gut. Oh, diese Werte. Aquana. Wetten, das letzte ist ein Flamara. Wahrscheinlich. Sehr schwer, ne? Hast du einen Moment? Ich mach das so. Damit er denkt, er hätte eine Chance. Gardevoir. Gardevoir ist auch so ein vielseitiges Pokémon, wie ich finde. Gardevoir ist wirklich cool. Hat zwei Ohrabsorber. Hä? Sehr gut. Und Zauberblatt. Oh mein Gott. Oh, ein Double Kill. Oh, come on. Gut, dass ich Zauberblatt habe. Das ist wunderschön. Ich hasse die KI in dem Spiel. Ich weiß noch, ich hatte mal einen Kampf, wo, ich weiß gar nicht, was für ein Pokémon das war. Ich glaube, das war ein Radikal. Ganze Zeit Sandwirbel. Und ja, ich hatte jedes Mal aus... Ich musste jedes Mal auswechseln, weil niemand mehr getroffen hat. Fand ich auch sehr lustig. Das macht gegen Spaß. Radikal. Lustig ist auch ein Kampf gegen einen Geist-Pokémon Wegsperre und du hast so ein Pokémon vorne, was Kampf und normal attacken kann. Genau. Das macht auch Laune. Ja. Oder Rückentzug oder irgendwas vorher eingesetzt. Ja, yep, am besten musst du die ganze Zeit drücken, drücken, drücken und irgendwann setzt du Verzweifler ein. Ja, weil der trifft ja seltsamerweise. Meine Genauigkeit sinkt. Leck mich. What the fuck? That game. Hui. So. Yay. Ich find's ganz gut, dass ich so überlevelt bin gerade. Ich kenne die Kämpfe so schön schnell. Das ist... Hast du eigentlich vor, mal irgendwann eine Nuzlocke eigentlich zu machen? Ich finde Nuzlocke ehrlich gesagt relativ uninteressant. Ich habe mit der 5. Gen was anderes vor, da wird kein LP zukommen. Da wird was anderes kommen dafür. Kann ich dir vielleicht nachher sagen, aber jetzt nicht in der Aufnahme. Warum fehlt dir übrigens ein Stück vom Zaun? Und allgemein, wer hat diesen Zaun hier überall aufgestellt? Wer stellt so Zäune auf? Arceus, der Gott der Welt. Genau. Weißt du, die Welt entstand so... Arceus kam herunter, setzte die Zäune und das Gras in viereckigen Ebenen hin, okay. Malte dann die Bäume grün, dachte sich so, nee, der Zaun ist dort zu viel, nahm den Zaun weg und stellte ihn in der Stadt hin. Aus diesem einen Zaun wurde dann ein Haus, aus diesem einen Haus wurde dann ein Hochhaus. Und so entstand der See. Ende. Durr. Ja, heute ist mal Religionsunterricht mit Zoe. Oh Gott. Ein Kamerateam. Ich
Pokémon des Sees wird sich nicht zeigen, wenn es Menschen in der Nähe spürt. Ihr versteckt oft. Ihr seid total versteckt und guckt auch in die richtige Richtung. Weil laut Kamera gucken die hier in die Richtung, nicht zum See. Natürlich, ich filme gerade die wunderschönen Grasbüschel, wie die sich bewegen. Was mache ich eigentlich hier? Meinen B-Schlüssel zu verlieren. Ich glaube, da kommt man nur mit Kraxa ran. Das ist auch übrigens eine VM, wo ich nicht traurig bin, dass sie sie irgendwie wieder rausgenommen haben. Stromausfall gegeben. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Wegen eines Stromausfalls könnt ihr nicht erlangen. Weil? Auf dem Weg gibt's keine Laternen. Es gibt keine Laternen und keinen Strom, aber trotzdem kannst du nicht dorthin laufen. Es ist Stromausfall, deswegen könnt ihr diesen Teil der Stadt nicht betreten. What?